Was war für Sie die technische IT-Revolution der letzten 5 Jahre? Welchen Mehrwert biete ich als Bank an dieser Stelle? Sie werden sich fragen, warum habe ich überhaupt noch ein Smartphone? Soll ich es wegwerfen? Das ist genau die richtige für Grundgefühl. Sie sind Ihr Gehirn. Don't bring your own device. Ich sage den PowerPoint in den Händen eines Fanatikers. Das ist LSD für arme Leute. Sondern macht eure Kunden zu Fans. Mehr Evolution als Revolution. So lautete das Thema des 12. FITS Management Forums. In der BMW-Welt in München trafen Entscheider aus der IT- und Finanzbranche aufeinander und sahen einem spannenden Tag entgegen. Das ist immer, ich sag mal, einmal im Jahr so ein Highlight, sich da in diesem Kreis wieder zu sehen. Und das Ambiente passt ja. Mir einfach auch alte Bekannte von der FITS wieder zu treffen und natürlich auch spannende Themen zu hören und neue Impulse zu bekommen. Was sind wesentliche Innovationen, die uns weiterbringen und wie entwickeln wir sukzessive unser Kerngeschäft weiter? Und das ist vielleicht mal eine wirklich spannende Frage, dass wir hier in dem Kreis das diskutieren und vorstellen. Und so gab Geschäftsführer Dr. Walter Kirchmann im Vortrag von FITS auch entsprechende Anregungen. Er stellte die These auf, dass CIOs mehr Ressourcen für die Beobachtung marktspezifischer Evolutionen benötigten, um darauf rechtzeitig reagieren zu können. Werden wir wahrgenommen als diejenigen, die Innovationen in unseren Häusern vorantreiben? Und haben wir genügend Vertrauen von unseren Hauptentscheidungsträgern, dass sie uns dafür mehr Geld geben? Nämlich, welchen Handlungsspielraum haben Sie, haben wir und wie können wir den besser nutzen? Kirchmann bot auch konkrete Ideen für die Ausweitung der Ressourcen. Aus meiner Sicht können Sie in diese Weiterentwicklung aber auch nur mit einem Partner gehen, der selber das Thema Innovation in seinem Kerngeschäft, nämlich in dem Fall in dem blauen Bereich, wo wir unterwegs sind, tagtäglich praktiziert. Ebenfalls ein beliebter Programmpunkt des diesjährigen Management-Forums war der Auftritt eines Analysten. Es sprach zum Thema Social Mobile Cloud and Information. Wohin geht die Reise? Dr. Kai Simon vom Analystenhaus Gartner. Wir sagen, es gibt verschiedene Entwicklungen, also diesen Punkt, an dem zwei oder mehr dieser Trends zusammenkommen und eine gemeinsame Wirkung entfalten. Und diese Art von Konvergenz dieser Trends erzeugt halt neue Dynamiken im Bereich Technologienutzung. Es gibt neue Arten des Lifestyle sozusagen, also Lebensstil. Durch die Konvergenz der Technologien entstehen auch Modelle, die Banken zum Handeln zwingen. So verlieren Banken durch Payment-Methoden wie Google Wallet oder Amazon Payments das Wissen über ihre Kunden. Frage ist, als Bank oder Versicherung müssen Sie einen Platz in diesen Modellen finden. Hans Klaffel hieß der Kabarettist in diesem Jahr. Hauptberuflicher Lehrer, der mit seinem Programm die Themen rund um Lehrer, Schüler und Eltern genauestens unter die Lupe nahm. Was ich auch immer sehr schön finde, wenn man aus der Zeugnisbemerkung so zwischen den Zeilen so ein bisschen die privaten Interessen erkennen kann, also die privaten Interessen des Lehrers. Ja, der schreibt hier über einen Schüler, sein musierendes und vorwiegend vollmundiges Verhalten wurde von einem reichhaltigen Bouquet von Interessen ergänzt. Im Abgang etwas muffig, weshalb eine einjährige Nachreife empfohlen wird. Ja. Teilweise auch recht schwer vorstellbar waren Professor Dr. Thomas Hörens Überlegungen im diesjährigen Rechtsvortrag zum Thema Smartphone und Co. Sie sind alle ruhig, ne? Der Effekt ist gut. Ich weiß, dass das sozusagen kommt. Sie werden sich fragen, warum habe ich überhaupt noch ein Smartphone? Soll ich es wegwerfen? Das ist genau die richtige für Grundgefühl. Die letzten beiden Vorträge des 12. FITS Management Forums waren dann auch noch einmal erfrischend kontrovers. Zunächst sprach der Hirnforscher Professor Manfred Spitzer über die Gefahren für unsere geistige Entwicklung durch die zunehmende Nutzung digitaler Medien. Wir sind aber auch Handlungstiere. So wie ein Drittel unseres Gehirns für visuelle Informationsverarbeitung zuständig ist, ist ein Drittel für das Planen und Ausführen von Bewegungen zuständig. Ja? Und wenn man sich das klar macht, ist auch klar, wie wichtig Bewegung beim Lernen ist. Denn Sie lernen dann mit einem Drittel Hirn mehr, wenn Sie zum Beispiel ein Wort abschreiben. Dann lernen Sie den Inhalt und das Wort einfach besser, nachgewiesen, als wenn Sie es zum Beispiel ja, nur lesen oder wenn Sie es mit Copy und Paste irgendwo hin tun oder wenn Sie es tippen.
Auch vom Googlen als Lehrmethode hält Spitzer nicht viel. Sie können einen Inhalt darbieten, entweder per Buch, per Zeitschrift, per Zeitung oder per Google. Und dann können Sie hinterher gucken, wie gut ist der Inhalt hängen geblieben. Was kommt raus? Am schlechtesten bleibt es hängen, wenn Sie googeln. Nämlich, wenn Sie googeln, dann wissen Sie, das kann ich ja googeln. Was macht Ihr Hirn nett? Sich's merken, weil, also könnt ihr googeln. Einzig fundiertes Vorwissen führe zu einem erfolgreichen Umgang mit der Digitalität. Diese wiederum gelte es auf klassischem Wege zu erlernen. So lehnt der Hirnforscher den Einzug von Tablets im Klassenzimmer ab. Also ich bin jetzt genau das, was Herr Spitzer klassischerweise als digital dement bezeichnet. Der 18-jährige Jungunternehmer Philipp Riederle ist durch seinen Podcast Mein iPhone und ich deutschlandweit bekannt. Er trat als Vertreter der Generation Y vor sein Publikum und räumte als solcher zunächst mit gängigen Vorurteilen auf. Wir sind damit aufgewachsen, dass die virtuelle Welt viel mehr eine Erweiterung unserer realen Welt ist. Klar, es gibt da so Sachen wie Counter-Strike und Second Life und das ganze Zeug. Das ist alles eine virtuelle Welt, wo man sich abschotten kann, da vielleicht mal hier was ausleben kann. Aber grundsätzlich, wenn wir von diesen neuen Medien reden, dann sprechen wir von keiner virtuellen Welt, sondern wir sprechen ja von diesem Web 2.0 und es ist keine Welt, sondern es ist ein Kommunikationsmedium. Vergleichbarkeit und ständige Verfügbarkeit von Informationen führen dazu, dass man seiner Generation schlechte Produkte nicht anbieten dürfe. Unternehmen müssten eine echte Beziehung zu ihren Kunden aufbauen, um ihn und seinesgleichen zu erreichen. Was ich Ihnen mitgeben möchte, wenn Sie auf die Digital Native Generation zugehen, als Kunde, als Mitarbeiter, oder vielleicht auch als eigene Kinder. Nämlich Punkt 1, seid kommunikativ, baut eine Nähe auf, macht letztlich damit eure Kunden nicht zu Kunden. Kunde ist jeder. Sondern macht eure Kunden zu Fans. Diese Vorgehensweise, glaube ich, hat sich ausbezahlt, dass wir eben diese kontroverse Diskussion hatten. Wir hatten eine gute Veranstaltung. Das ist das Fazit. Die Leute sind guten Mutes. Ich glaube, das ist uns ein Kompliment, das vieles wert ist. Das Highlight dieses Mal war diese Kontroversität zwischen, sagen wir mal, der ganzen jungen Generation und dem Professor Dr. Spitzer. Interessante Vorträge, ich war das erste Mal dabei und was ich vor allen Dingen toll fand, es gab eine stetige Entwicklung im Höhepunkt von den Vorträgen.